Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid zu einer Runde Rise Rework PBE Gameplay auf Doom auf der Botlane, ja. Also auf dem PBE ist es immer so, jeder will immer diesen Champion haben. Ich habe ihn direkt beim ersten Mal bekommen, weil ich wahrscheinlich einfach der König, der King, König im Blaubart bin. Ja, auf jeden Fall hat es direkt geklappt. Ich wurde direkt natürlich zugeheult, give me Rise! Der Typ hier in der Mitte heißt sogar Rise Rework. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, hey, ich spiele da, wo es halt geht. Ich weiß nicht, ob das ein Velkos Support ist, ich glaube mal nicht. Ich verstehe sowieso nicht die Leute, die hier immer normale Champions spielen, das verstehe ich sowieso nicht. Aber wir spielen jetzt einfach mal Rise und gucken, was so geht. Und es ist auch jetzt gar nicht so wichtig, ob wir hier, ja, Matchup-technisch, also farmen können wir schon mal gar nicht. Ja, okay, es geht. Also, Matchup-technisch ist wahrscheinlich total retarded, die Gegner haben auch kein AD-Carry. Und deswegen werden wir einfach mal so ein bisschen gucken, was wir in diesem Game so machen können. Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen angesprochen, für die, die das Rise Rework-Video gesehen haben, dass ich noch nicht weiß, was ich maxen soll. Ich denke, wir können das so ein bisschen mal ausprobieren. Ich denke, der Q-Max hier, so 2-3 Punkte ins Q ist, denke ich, sehr, sehr gut, weil... Naja, gut, man muss das unterscheiden. Wenn ich dem Gegner... Alter, der Leck hier, 160 MS, ne? Wenn ich den Gegner jetzt direkt... Ich könnte so ein E die ganze Zeit auf den Gegner werfen, ne? Also kann ich so drauf werfen, ohne dass ich treffen muss. Wie viel Schaden macht das? 50. Das hier macht 60. Kostet das gleiche Mana und kann ich easy treffen. Zack, so, bap. Kann jetzt auch ein Q hinterher setzen. 81 Schaden. Ist also schon ganz nett. Weiß nicht, ob jemand AFK ist. Kann sein. Und EQ. Ah, okay, das hat nicht getroffen. Schade. Oh, er hat den Pool Party Skin. Stimmt. Okay, da haben wir einen Rise. Okay, jetzt wird's interesting. Das Problem nur beim E-Max ist, deswegen würde ich sagen, packt man die ersten Punkte ins Q rein. Du kleiner Sack, hat der gejungelt, Alter? Der ist ja auch schon Level 2. Das Problem ist, dass man... Ja, bei. Dass man die Mana-Kosten sehr, sehr hoch werden, sehr schnell, denke ich. Weil das wird jedes Mal 15 Mana teurer und das ist echt schon delicious-mäßig viel. Oh nein, schade. Ah, das reicht, glaube ich, nicht. Ah, das Sido, Sido, Sido! Q-Hit des Todes, E des Todes, Auto-Hit des Todes, Auto-Hit des Todes, Q des Todes! Ah, nee! Nice! Okay, im Moment ist das, denke ich, eher so ein retarded Spam. Ja, komm, Challenge accepted, boy. Ich bin Mechanic-Meister. Ich bin Mechanic-Meister! Oh, nice. Ja, ja, mein Freund. Das ist... Fuckschreib da. Out. Out easy. Easy. So. Good job. Thanks, sir. So, wir müssen jetzt mal gucken. Ich denke, items-technisch, Tränen ist immer noch das erste Ding. Alter, was ist denn hier eigentlich schon wieder mit meiner Cam los? Ey, ohne Witz, ne? Ich habe das schlimmste Leben, was es gibt. Ey, ich muss das Fenster ausbauen. Ich glaube, ich baue das Fenster aus und schiebe das einfach woanders hin. What the fuck, man? Ohne Witz. Ich so... Oh ja, okay, gerade wenig Sonne. Kann ich Shalong... Ist gerade dunkel, mache ich Shalong ein bisschen höher. Und dann... Jetzt schon wieder dunkel. What the fuck, man? Ich glaube, ich rast gleich aus hier. Jetzt gleich wieder heller und wir gucken gleich mal, wie lange das noch dauert. Ich habe das schlimmste Leben auf Doom. So. Ja, hier kloppen die sich gerade um irgendwelche LOL-YouTube-Zeugs, dass die alle YouTuber sind, aber ist egal. Wir packen jetzt einen Punkt ins Q rein. So. Bisher, ich denke, ist die Frage, will ich mal einen langen Cage machen? Ja, wir können mal cutten. Nee, wir machen mal einen langen Cage. Nee, wir machen erstmal einen fetten Clear. So, und das Q. Oh nee, ich hab's gegen den Minion gehauen. Oh, lol. So, dem geben wir jetzt eigentlich, obwohl doch, langer Cage. So. Langer Cage und Schild. Langer Cage und Schild. Und Q. Und E. Und Q. Und E. Und daneben. Und nochmal E. Und W. Und langer Catch. Und Q. Und E. Und ich bin schnell. Und E. Ah, den sollen wir einen langen Catch machen, aber kriegen wir den gar nicht hin, glaube ich. E. Q. E. Q. E. E. Q. Oh nee. Aber also der Damage ist auf jeden Fall ultra konstant. Ist am Anfang noch nicht so bam-mäßig. Aber es ist ultra konstanter Damage auf jeden Fall. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Also es kommt permanent Damage in die Kiste rein vom Gegner. E. Nochmal E. Und Q. Ja, ist schon... What combo spread for E. E, E. Da, 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 da. Tja, wenn man mal sich ein bisschen informiert hätte, so wie der König hier, dann wäre man auch der Blaubartbube. Blaubartbube, ja genau. Blaubartbube. So. Items technisch, keine Ahnung. Wir gehen auf Rod of Ages, ist mit Sicherheit immer noch cool. Ich weiß gar nicht, ob wir. Eigentlich baut man nur Rod und nicht mehr Tränen, oder? Also auf den alten, oder? Keine Ahnung, wir bauen beides.
Ich weiß nicht, ob man weiß halt, das ist eine interessante Sache, ob man den immer noch so mega tanky. How do you reset Ethan? E only 2 Sekunden Cooldown, du Dude. Ja, so, ob man den immer noch so tanky baut. So mit Frozen Heart und sowas, aber CDR ist natürlich unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Und, ja, wir gucken mal. Ich verstehe diese ganzen Leute nicht. Wieso sollte. Ach, ist das Pool Party Fiora dann. Nee, lol, ist sogar Project Fiora. Wieso soll man. Wieso spielt man auf dem PBE? So. Das ist ja Cage, aber das bringt halt nur begrenzt viel so. Das Beste, was man machen kann, ist E. Obwohl, ich mach mal ein Doppel-E. Doppel-E? Okay, jetzt hat nur der eine bekommen. Am besten ist wohl EQ. Obwohl, jetzt kann ich ihn lange Cage und das wäre delicious. Zack. Aber brauche ich nicht mal. Aber. Okay, ist halt ein bisschen crazyes Game. Aber sind schon ganz nette Mechanics dabei, sag ich mal. So, wir haben jetzt Ultimate. Wir verteilen hier nochmal die Dinger. Nochmal ein bisschen. Dieser Dude, der farmt mir alles weg. Habe ich schon genug für den Katalysator? Ich glaube schon. Ja. Ich könnte mal gucken, ob man jetzt halt so eine Mega-Mechanik macht. Eine Mega-Mechanik. Das heißt, so eine Ultimate-Mechanik. Wir machen erstmal ein Gegenmittel. Wir probieren, obwohl es ist halt Z. Lol, es ist Z gegen Z. Wieso spielt man Z? Warum? Auf dem PBE? Das verstehe ich nicht. Also, ich würde nie auf dem PBE spielen wollen. Auch nicht Rengar. Der Fug. Ja, okay, aber wir machen jetzt ein Gank. Bait. Aber das geht halt echt nicht so weit. Oh, ne. Oh, okay. Aber, okay. Also, im Prinzip habe ich ihn dazu gebracht zu sterben. Eigentlich hätte ich einen Assist bekommen sollen. Weil, also, sonst wäre er weggelaufen, hätte er mich nicht gesehen mit der Ultimate. Die Level 1 Ultimate hat natürlich noch wenig Range, aber ab Stufe 11 ist die Ultimate halt richtig crank. Mein Velkos wurde gekillt. Ultra Dragon Master. Batz! Okay, wir machen erstmal den Verteiler. So, jetzt packen wir mal ins E rein. Verteiler! Oh, leider hat das nicht verteilt auf den. Oh, jetzt haben wir ihn. So, jetzt packen wir E. Erst machen wir EW. Zack. Q, E. Q, 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 Purza. Also Schaden hat die Kiste, definitiv, Leute. Schaden haben wir, definitiv. Also, ich denke mal, der neue Rise wird auch echt abfuck werden können. Okay, ist natürlich jetzt, okay, ich habe 5-0 so. Aber ich habe ja keine AP gebaut, ne? Ich habe keine AP gebaut. Das muss man jetzt mal, das ist so wie Anivia meistens, ne? Also, Anivia kommt ja auch mit Katalysator. Okay, ich habe Mana. Mana erhöht um. Steht hier eigentlich gar nicht. Rise Spells, die extra Damage. Ach doch, da. Plus 22. Ja gut, ist jetzt schon ein bisschen. Plus 7. Plus 15. Sind also. Alle Scaling sind stärker. Alle Mana-Scaling sind stärker als die AP-Scaling. Das ist schon ziemlich crazy. Das heißt, Mana schon extrem wichtig auf Rise. Alle Mana-Scaling sind stärker als. Ja. Ansonsten, wir packen jetzt. Ich glaube, wir packen jetzt schon ins E rein. Jetzt werden die Overloads hier. Schon ganz nett dann. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Oh, in der Mitte ist auf jeden Fall fette Action. Fette, sneakige Action, ich komme. Der Typ hier, ne, guckt euch das übrigens an. Der, lol, die haben das doch noch geändert, das Bild. Gestern sah der anders aus. Da hatte der einfach nur einen so ein freaking Riesenhorn auf dem Kopf. Ein freaking Riesenhorn. Okay, sind wir Yolonese, Makanese? Wir sind Yolonese, Makanese! Wo ist mein Ult? Viel zu weit. Wo bin ich? Oh, lol. Hä? Achso, lol, okay. Irgendwie, lol, okay. Aber Kata ist gestorben, dank mir. Okay, das war ein bisschen crazy, gebe ich zu. Am besten wäre es, wenn Z mal Botlane geht. Aber die Ulti ist schon ziemlich lustig, so wie der Gegner Rise schon schreibt. Die macht schon echt Spaß. Also kann wohl Spaß machen, glaube ich. Ich glaube, das kommt halt drauf an. Komm jetzt. Ah, okay, hat geflasht. Ich denke, das Schild würde ich halt in den seltensten Fällen. Nur wenn ich wirklich für kurze Trades ist das Schild, glaube ich, gut. Für kurze Trades machst du einfach E, W, Q und das ist der Trade. Oder nee, stopp. Also das wäre, nee, das wäre ein guter Catch-Trade. Ich glaube, der bessere Trade wäre W, E, Q. Das wäre so ein kurzer Trade. W, E, Q. Das wäre so der schöne, delicious Trade. E, Q. Nice. Komm her. Lö, komm her. Aber so macht der Champion auf jeden Fall Spaß, weil man nicht einfach brainless in die Tasten kloppt, sondern man hat so Ideen. Also man, eigentlich haut man brainless in die Tasten, aber man kann so sagen, nee, ich hau nicht brainless in die Tasten, weil ich habe eine Idee dabei, wie ich das mache. So, ich
nutze meine, also das ist rein die Theorie, aber ich hau einfach die Tasten so. Aber es ist schon cool, das gefällt mir mehr, weil der alte Rise, der war mega langweilig, ne? Der war zum Kotzen langweilig, war der. Du hast auch alles benutzt und hast alles bekommen. Oh, nice! Okay, er ist gestorben. Lisseur! Diese PBE-Games, ne? Die sind aber auch. Das ist. Ja. Das ist absolut retarded. Holy shit, Alter. Absolut. Was macht sie, Alter? Leute, sie wurde umgesplattert. Aber ich finde die Scaling schon ein bisschen krass. Das ist plus 26. Okay, ja, ich habe halt das ganze Mana-Programm, aber schon ein starkes Scaling, glaube ich. Wir machen jetzt unseren Rod fertig. Ich denke, ich würde schon sehr AP-lastig bauen. AP-Mana einfach. Ob sich Lich Bane rentieren würde, glaube ich nicht. Ich glaube, man sollte nicht sich zu sehr darauf versteifen. Ich denke, AP ist immer noch cool. Vor allem, im Prinzip, wenn wir viel AP bauen, kriegen wir ja mehr Mana dazu. Wenn wir eine fette AP-Ratio haben, haben wir eine fette Mana-Wert-Basis. So, das ist Ult, schreibt er. Okay, wir gucken mal, da hinten, wie weit kommen wir. Okay, die Ult geht halt mega noch nicht so weit, ist das Problem. Okay, der Capture, gib mir den Cage. Okay, also das ist schon delicious, Leute. Das ist schon cool. Das ist schon cool, das kann schon echt nice sein. Die kommt halt auch relativ schnell durch wohl. Hat nicht die krasseste Reichweite am Anfang. Deswegen finde ich sie am Anfang balanced. Aber ich glaube, später finde ich sie OP. Am Anfang finde ich sie noch okay. Da muss man halt, ja, was heißt okay, sich ein Escape-Spell aufbewahren, ist halt nicht so einfach. Aber, so, Poke-Combo, W-E-Q. W-E-Q, oh nein, der Minion, oh nein, 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 Schneemanns. Ah, ich spiele übrigens mit Storm Raiders, habe ich das gesagt? Jetzt brauche ich EW. EW wäre cool, dann für, oh nice. Komm, ich mache jetzt den Out-Trade. E-W-Q, dann habe ich ein Schild, E-W-Q. E-W-Q. E-W-Q, ah, das ist das Schild, das ist das Schild und das E. Oh fuck, ich bin aber schon der Mechanic Lord. Man könnte mich den Mechaniker nennen. Nein! Stop! Nice, dieses Ignite. So, packen wir noch eins ins E, würde ich sagen. Machen wir noch eins ins Q. So, Schuhe, wir brauchen erstmal Schuhe. Ich denke, Swiften sind cool, aber CDR ist mit Sicherheit auch delicious. Weil wir brauchen CDR. So, Abilitätenkraft. Abilitätenkraft! Das gibt mir mal Level 11 Ulti hier. Am Stissel. Seid Hacker. Was für ein Hacker. Ah, lol. 03 Hackerim. Nice. Level 3. Son of a Horse? Son of a Horse? Ist es das, was du sagen möchtest? Okay, wir sind am Start. Ich mache den E-Cumulator. Den E-Cumulator. E-Cage mache ich. E-Cage. Autsch. E-Cage! E-Cage, Kanonenschlag! Attacke, noch ein Kanonenschlag! Attacke! Hoi, Japadino, Japadino, Japadino! Da geh ich Swagadino hier in der Manier. Wie weit? Oh, lö, 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 lö. Was für? Oh, nice. Cool, cool, fapp, fapp, fapp. Und jetzt einfach fappen. Fappen, 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 fappen. Nice. Das ist schon delicious. Ist schon alles delicious. Wir gehen mal wieder zu Tarik, oder? Ob so P ist? Weiß man jetzt noch nicht. Ist halt echt ein komplett retardetes Game, ne? Muss man halt sagen. Und ich bin fett. Mit 8-0 wäre jeder. Okay, ich bin schon die ganze Zeit ziemlich strong, aber. Ja, ich glaube, vielleicht ist er doch ein bisschen OP, sind wir ehrlich. So, wir machen jetzt die Damage-Kombo. Wir warten aber. Wir müssen das auch, sonst er wird mich umbringen, sonst. Oder wir machen, obwohl ich habe gerade gar nichts ready, so. Okay, es passt sogar. Ja, es geht eigentlich. Aber okay, es ist halt Tarik mit Jum. Es ist halt Tarik mit Jungus Ghostblade. Das ist halt, sind halt keine richtigen Matchups, so, ne? Das ist halt. Aber, ja. Haben wir jetzt mal Level 11 Ultimate eigentlich? Ja. Also Level 2 meine ich. Level 11, ja. Stufe 11, Level 2 Ultimate. So, die hat jetzt nämlich echt eine coole Reichweite. Das sieht man schon. Und die nächste geht halt noch viel weiter. Das ist richtig krass. Die nächste. Geht dann echt unglaublich weit. Die geht locker bis 4 dann, Alter. Das ist krank, Leute. Das ist krank. Das ist krank. Das, meine Freunde, ist krank. Komm her, ich bin der Meister der Verdammten. Komm her, fight mich, okay? Ich mach den Q-Ombulator-Fampel. Denn alles klar, okay?
Okay, was geht denn? Was geht denn, Alter? Diesmal habe ich aber wirklich einfach nur, ich habe wirklich nur alles gedrückt. Einfach nur gedrückt. Einfach nur alles gedrückt. So, jetzt machen wir den Ultimate-Zerstörer. Diesmal machen wir wieder die alles zerstörende Schelle. Alles zerstörende Schelle! Okay, erstmal catch mit den Dude. Okay, oh no, bitte nicht! Nein! Okay, das ist natürlich so eine. Komm, fight mich. Fight mich! Schapp! Wie er mit Kristallen wirft. Was ein Faktor hat. So. E. Noch ein E. Okay. Noch ein E. E. Lol, er ist schon wieder fast tot. Okay, wir machen jetzt E auf ihn drauf. Oh lol. Und haben ihn getroffen. Und jetzt können wir ihn cagen. Und zerstören. Papp. Auch coole Combo. Auch coole Combo. Über die Minions quasi. Das heißt, erst das E verteilen, auf die Minions rüber verteilen und dann den Verteiler machen und alles verteilen. So, guten Tag, Sirs, ich bin da. Hallo. Hey. Oh, geil. Hey, lol, hier kriegst du ein Q ins Gesicht. Lol. Oh, lol, wer bist du denn? Bleib hier. Lö, bleib hier. Nice gecatcht. E nochmal, EQ und pui. Ui, zack, Q. E. Ja. Delicious. Delicious. So, wir gehen mal Rapfadons bauen. Ja, wir gehen. Wie viel kosten. Wie viel. Ja, wir machen mal den Tränenstab. Kriegen wir ein bisschen mehr Mana zusammen. Und wir kaufen uns nochmal CDR. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwas raus baue, aber wir kaufen mal CDR. So, zack. Und Cordon holen wir uns. Cordon. So, unsere AP wird jetzt erhöht um 15,56%. Wir haben 2300 Mana. Ja, unser Mana wird erhöht, so. Gut, Farm. Alle haben den Retard-Farm, ja, du. Oh, da ist so ein Stein. Hier, nimm das. So, wir können mal jetzt, wir holen uns mal. So, der Teleportatierer. Der Teleportatierer. Da über ihn. Jetzt! Ich muss ihn cagen. Ich muss ihn cagen. Komm her! Lö, komm her! Okay, du trappst mich. Willst du mich trappen? Echt, ja? Oh nein! Ich hab ihn gecaged! Haha, ich hab dich gecaged, Sir! Son of a horse! Gecaged! Gecaged und abgebrochen. Gecaged und abgebrochen. Hier, ihr seht, wie ich Rise spiele. Ja. Da. So, jetzt E auf dich. E auf dich. Q auf dich. What's nice. Delicious. Delicious. Get this by guys und base. Get this guys, get this base. E. Q. E. So, jetzt machen wir den Verteiler, Bros. Leute, ihr passt auf. Der kommt jetzt gleich an und denkt, yo. Okay, der kommt gar nicht. Dann gehen wir. Der ist eh tot da in der Mitte. Der ist eh tot. Vielleicht kommt mir irgendjemand über den Weg hier. Wo ist Reis? Der war doch gerade noch da oben. Wo ist Reis? Okay, Tarik. Von mir aus auch Tarik. Okay, Cage. Komm. Cage. Oh nö, sag mal. Hä? Was kommt was denn hier? EQ, 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 EQ. Okay. Richtig gute Combo hier. Richtig. Oh, sie sind unsterblich. Kommt her. Ich bin. Okay, ich mach mal jetzt hier. Pap, 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 pap. Bada, 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 bada. Oh, nice, Sereno, komm, ich chase dich. Ich bin der, der immer chased. Der, der immer chased. Ja, du bist greedy. Ich weiß, dass du greedy bist. Ha. Allöl. Allöle. So, was kaufen wir? Freudenglas? Nein, wir kaufen Damage. Damage. Wahrscheinlich ist Frozen Heart immer noch ziemlich cool auf Reis. Gibt, ja, Mana, gerade Mana. Also Frozen Heart wird immer noch mega geil sein auf Reis. Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. 15,15. Aber hier ist halt jeder komplett, ne? Guck, hier ist halt wirklich jeder komplett retarded. Er hat Infinity Fetch. First Item ohne Schuhe. Velkos geht noch. Bei mir ist okay. Zed ist auch noch okay. Die gehen auch noch. Ja, gut, Rice. Katharina hat einfach Smite.
Er hat halt einfach Ghostblade und er ist einfach nur AFK und Level 3. Das ist halt echt krass. Wir machen mal ein Infernal, Leute. Da guck mal, wie wir den Infernal umknallen. Dö. So kann man aber auch echt schnell zu einem Dragon bekommen, oder? Fapp. So. Q, E, Q. Autsch, okay, ja, da müssen wir nochmal. Er hat meine Kombo unterbrechen. Unterbrochen jetzt. Q, E, Q, W, Q, E, Q, E, Q, E, Q. Ich sage mal das Falsche. Oh, lel, der hat mir fast geklaut. Taunty Door noch? Okay, komm her. E, Q, W, E, W, Q, Kick, E, W, W, tot. Da können wir mal was machen, Guys. Die sind doch eh alle kacke. That mad damage. Ja, Rise Re-Rework heißt er, ja. E. E. Und Q. Putz, 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 putz. Aber man muss natürlich jetzt berücksichtigen, ich bin halt echt fett wie Eugene, ne? Ich bin halt der fett wie der Fettmeister, so muss man halt sagen. Deswegen, mit 15-1 würde jeder Todesviel Schaden machen. Das ist was Wichtiges, was man jetzt... Die Frage ist nur, warum bin ich 15-1? Ja, weil Yomus Ghostblade hier, Tarek, keine Ahnung. Nein, also, man darf jetzt nicht übertreiben, so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Man darf jetzt nicht übertreiben und sagen, ja, Rise OP. Aber ich denke, er ist ein starker Champ. Denke ich schon. Denke ich schon. Frage ist, könnt ihr mal enden? Oder die Gegner surrendern oder so? Ist gut gewesen. Gut gewesen. Der Ripper. Oh, die Outplays. Outplays. Oh, jetzt kommt die Kata-Zerstörung. Die Kata-Jungle-Zerstörung. Wow. Lol, ne, okay. Lol. So, ich muss jetzt mal so eine Transportation machen. Transportiert man nur Allies, ja? Man nicht Gegner, ne? Ja, okay, das war OP. After 2, all Allies, Allies, nur. Okay. Das heißt, sonst hätte ich sagen können, ich nehme mal alle Gegner so weg und port die woanders hin. So wie so, der letzte, ich nehme euch alle mit, so aus so Animes oder so. Ich werde zersterben, aber ich werde euch alle mitnehmen. Da-dum. Ich hätte gerne noch eine Level 16 Ultimate, aber ich glaube, das dauert zu lange. Um zu sehen, wie krass die Reichweite ist. Der Set verfolgt mich auch noch, das ist räudig. Räudig! Surrender! Surrender! Kann ich nicht surrendern, wenn die AFK sind? Oder die sind bestimmt gelieft schon. Kann man eigentlich auf dem PBE auch reported werden und dann das Game verlieren und so, meine ich? Auf PB sind echt oft Leute AFK. Out it. Out it. Out it. Out it. Out it. Ich denke mal, die sind jetzt alle AFK. So, ich mach mal jetzt noch den Transporter Alligator. Das ist der Reich... Oh, Leute, man kann gar nicht sehen, wie groß die... Das ist ein bisschen unlucky, Leute. So, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Reichweite ist. Okay, komm her, Sir. Komm her. Sir, komm her. Okay. Ich hab ein Schild, ich hab ein Schild, ich bin der Zerstörer von Weizen und Wiesen. Ich hab ein Schild, ich bin der Zerstörer von Weizen und Wiesen, ich hab ein Schild, ich bin tot. Was für, wenn ihr... Okay, aber das waren halt auch ein bisschen viel und ich habe halt ziemlich viel abbekommen. Von daher kann man das jetzt nicht werten. Das wird nicht gewertet. So, wir kaufen uns auch Relice. Ich denke, Relice dürfte ziemlich krank sein auf Reis. Wobei er ja eh caged so ein bisschen, aber ich denke schon. Mann! Ihr Säcke! Und diese Überlichtung, ne, das ist... Unglaublich schlimm. Unglaublich schlimm ist das. Ei! Wenn das mal keine Crits waren. Wenn das mal keine Crits waren. Holy shit. 30 CS Cutter. Power Spike. So, Mann, Leute, jetzt. Was ist denn hier? Wie viel Scaling haben wir überhaupt? 223, das ist nicht so viel. Wenn man aber überlegt, dass man so oft schießen kann, ist es glaube ich schon viel. Ja, doch. Wenn man es quasi easy zweimal hintereinander machen kann, ist es quasi fast ein 1er Scaling. Dann ist es schon viel. Oft kann man sogar dreimal machen. Also ist das schon strong. Er hat wenig Energie. Oh, Sir! Er hat wenig Energie, vielleicht wenig genug für mich. Wenig genug für mich. Attackenschuss, Attackewurf.
Hallöle. Fab. Oh, jetzt haben wir halt die Verfrostung. Verfrostungsattacken. Nee, oh Mann, okay. Ach, scheiße. Aber ich bin auch ein Noob und ich will halt auch. Das ist halt auch gerade greedy, ne? Gerade greedy ist das. Und, ja. Ich hab sie auch lange gecatcht, glaube ich, oder? Und nicht die Damage-Kombo gemacht. Aber das ist natürlich die Frage, oder nicht die Frage, man muss die Damage-Kombo natürlich auch immer rauskriegen, ne? Das heißt, dieser Spam. Das nicht rauskriegen, sondern treffen. Na gut, wenn der Gegner gecaged ist, dann geht's ja E, Q. Muss man halt treffen. Danach W, Q. Das ist halt easy. Naja. Ja, komm schon, Leute. Surrender, please. Ich habe auch noch immer kein Ultimate auf Stufe 16. Verdammte Scheiße. Ich meine, okay, in diesem Game ist die Ultimate halt wirklich nur so zum Chasen, ne? Ich denke mal, viele Ryze werden die Ultimate richtig schlecht benutzen, so wie Twisted Fate Ultimates. Also sie werden irgendwo rein ultimaten, was richtig schlecht ist. Ich denke, es wird aber richtig coole im Competitive-Bereich jetzt richtig coole Ultimates geben können, werden sein. Und wenn, ja, so ein paar so, ich denke, ab und zu kann es schon echt strong sein. Zum Escapen auch, man kann damit natürlich auch einfach weg, mal eben einfach so über eine Wand weg ulten, ne? Das ist natürlich schon delicious. Das ist natürlich schon delicious. So, Blue Buff haben wir nochmal eingesammelt. 3FK, ja, aber ihr lasst uns auch nicht bannen, ihr Räudigen. Ihr Räudigen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn er portet? Zack. Aber ich denke, für mich ist Ryze immer noch nichts. Für mich ist er einfach zu. Er ist jetzt deutlich spannender zu spielen. Also habe ich schon das Gefühl. Macht deutlich mehr Spaß, aber es ist halt immer noch Ryze so. Er ist immer noch. So, er ist nicht so lustig. So, ich mag am liebsten Champions League durch die Gegend springen und so Sachen machen. Jetzt zum Beispiel spam ich einfach nur. Ich drücke einfach nur alle Knöpfe. Schade, ich hätte noch das machen können. Mann, ja, Fiora, mach jetzt die Ende jetzt hier. Mando. Nee, aber. Für mich ist das nicht so krass. Weil ich mag solche langweiligen Champions aber nicht. Ich mag lieber Champions, die richtig agil sind, mobil. Sowas wie Timo. Kappa. Nee, aber okay. Vielen Dank, ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen, was ihr davon denkt, haltet und so. In dem Sinne. S plus sogar, meine Freunde. S plus sogar. Haut rein, macht weiter. Tschüss und ja.